Also nicht Sauna, sondern Solarium. Habe ich versprochen. Da schauen wir mal rein. Und da steht auch noch ein Solarium drin. So wie ich das hier gerade sehe. Ja. So Leute, nach 50.000 Kilometern haben wir endlich mal ein Lost Base. Wir haben heute nur Pech. Wir haben heute wirklich nur Pech. Aber jetzt haben wir was Cooles. Wir sind in einem verlassenen Heimbad. Und da schauen wir uns an, Christian. Servus. Aber es ist leider schon. Sie haben leider schon vandaliert wie die Sau, aber Lost Place ist ein Lost Place. Genau, also wir fangen jetzt mal an. Los geht's. So, keine Ahnung, wie lange das Video geht, aber auf jeden Fall sind hier die Umkleidekabinen. Das geht doch bis hier runter. Und ich gehe jetzt mal hier lang. Ich habe zwar schon gesehen, wo es reingeht, in die, wo das Becken ist, aber ich will mich auch mal nach hier umgucken. Das sieht nämlich aus wie Herren- und Frauenduschen hier, würde ich mal behaupten. Und da gehen wir mal rein. Meine Taschenlampe ist die Startklar. Jupp, gut. Ich würde sagen, ich mache mal hier auf. Ist meine Tür, die noch ganz ist und aus Glas. Ich bin das mal schon beeindruckt. So. Da geht's hier rein. Prima Wasser. Erst duschen, dann baden. Steht hier an der Wand, seht ihr das? Und dann geht es dann von hier in das Becken. Okay. Hier brauchen wir wieder kein Licht. Hier haben wir das Becken. Auch so relativ groß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach ja, genau. Wir sind gerade durch die Herrenduschen. Herren, Kaltdusche, denke ich mal. Und die Damen. Hier ist noch das Band. Hier ist noch das Band für die, also zum Baden ab. Wie sagt man denn, abgrenzen oder wie sagt man denn? Ja, zum Schwimmer und Nichtschwimmer. Also zum Absperren des Schwimmer und Nichtschwimmer halt, genau. Also die Jungs hier, die Dorfjugend, die hat sich auf jeden Fall schon ganz schön extrem Mühe gegeben, das zu zerstören. Da drüben ist noch ein kleines Becken, da gehen wir nachher mal hin. Und jetzt gehen wir uns mal gleich in die Sauna. Also nicht Sauna, sondern Solarium. Habe ich versprochen. Da schauen wir mal rein. Und da steht auch noch ein Solarium drin. So wie ich das hier gerade sehe. Ja. Da stehen sogar noch zwei drin. Hier sind die Solarien noch drin. So, bei diesem Raum hier steht Geräte, also hier werden nur Sachen drin gewesen sein, die für den Bademeister sind. Aber man sieht auch nicht mehr so viel. Was das hier für ein komisches Ding ist, weiß ich nicht. Das ist nur ein Regal. So, also ich stehe jetzt im Becken. Ja, habe ich mir echt gut überlegt. Ich bin nämlich reingehüpft. Ob ich jetzt wieder rauskomme, ist die zweite Frage. Und Christian, was macht Christian? Du machst jetzt einen Körper oder was? Machst jetzt einen Körper. Das ist aber noch nicht das Tiefe hier. Das Tiefe ist da drüben. Ja, da gehen wir jetzt mal hin.
Hier hängt sogar noch ein bisschen Spinden drin, Leute. Guck mal. Hängt noch eine alte Jacke. Und wenn wir jetzt hier weiterlaufen, sind wir beim Schwimmmeister im Büro. Na toll, sowas darf ja beim Schwimmmeister drin sein. Mit meinen Monsterkursen, ihr wisst schon. Hier ist auch noch gleichzeitig der Technikraum. Früher mal gewesen. Und hier saß er. So, wir haben es auf jeden Fall noch entdeckt, dass es hier runter geht. Hat mir jetzt nicht erwartet. Aber irgendwo muss ja auch die Technik sein von dem Schwimmbad. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also wir sind jetzt im Konditionsraum. Das heißt, hier ist so eine Art Sportdingensbummens, da haben die bestimmt sich fest fit gehalten, keine Ahnung, das ist jetzt eine reine Spekulation, ich weiß es nicht. Wenn wir hier drüben weiter gucken, geht es doch noch ganz schön weit drin da, das hätte ich nicht erwartet. Deshalb bewegen wir uns jetzt mal vorsichtig hier drunter und schauen mal weiter, weil hier ist ja die ganze Technik und das System von den Schwimmbad muss ja auch, das ist ja logisch, die riesengroßen Kanister oder Behälter, hier sind sie, da mega groß, richtig groß. Technik, kein Zutritt. Leider ist dieses Schwimmbad komplett offen. Also man sieht überall einen Eingang und hier sind die Scheiben auch schon kaputt gemacht worden. Also es wurde sehr viel gemacht und kaputt gemacht. Das ist auf jeden Fall der Technikraum hier. Das ist nicht der Technikraum. Das ist, was ist das hier? Das ist das ganze Pumpensystem hier, gell? Na? Wo bist du eigentlich? Ah, da ist er. Sieht man auch noch die ganzen Eintrittskarten, Freunde, guckt euch das an. Die waren hier in diesen Automaten und der wurde sicherlich gewaltsam geöffnet. Wir sind jetzt in so einem Grießschacht, aber relativ niedrig. Und schau mal, hier ist noch eine alte. Was ist denn das? So ein Nassstaubsauger, Nasssauger. Und ich vermute mal ganz stark, dass wir uns jetzt unter den großen Becken befinden. Hier gehen wir weiter. Da hat sich gerade die Tür geschlossen. Habt ihr gesehen, hoffe ich. Einfach so. Das heißt, wie ich es eben schon gesagt habe, hier ist leider überall offen. Schauen wir hier rinter. Bild, was ist denn da? Was ist denn da? Echt? Kann man da ins Becken gucken? Ja, sag ich doch. Also hier ist das große Becken. Und wir sind in diesem Keller. Es geht auch schön weit bis rinter. Das ist schon eine mega Sache hier, finde ich schon geil, das Ding. Und hier ist eine kleine geheime Action, wo der Hausmeister Pause gemacht hat, wa? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Hier ist auch wieder offen. Es geht aber auch noch hier runter. Da können wir auch noch mal lang. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. So.
Also der Keller, der ist schon mal beeindruckend. Hier sind noch alte Spinde, Schließfässer, Fächer. Ups, mit Schlüsseln sogar. Ein altes Spielnetz fürs Becken. So, und dann geht's hier nicht mehr weiter. Hier sind so alte Schwimmer. Ja. Dann müssen wir jetzt quasi hier drüber. Hier einmal drüber. Und hier runter. Dann sind wir dann in den Keller fast durch. So, hier haben wir noch so ein Sanitäter-Tragebett und alte Tische. Ich denke mal, hier geht es auf jeden Fall raus. Und es ist mal. Ah, hier geht es ja weiter. Hier sind auch noch Duschen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt die Sauna oder? Ne, das sind jetzt auch noch Duschen. Geht es hier jetzt noch weiter? Wir schauen auf jeden Fall mal hier lang. Das ist nur, der Raum war bestimmt zu mal. Und das weiß ich noch nicht, Christian. Irgendwas Komisches. Sind wir jetzt wieder in den Schwimmbad oder wo sind wir denn jetzt schon wieder? Nee, guck mal, geil! Also hier ist auf jeden Fall der Eingang. Ich habe mich schon gewundert. Also hier ist der Eingang. Hier wurde damals gesagt, guten Tag, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Ja, ist schön mit Holz verkleidet hier, das sieht schon mal mega cool aus. Also ist das nämlich jetzt eher die Sauna, das ist der Saunabereich. Da schauen wir mal rein. So Freunde, das war das verlassene Hallenbad, was wir jetzt so eigentlich noch mal schnell entdeckt haben oder beziehungsweise wir hatten viel Pech, aber das war cool. Tour geht natürlich jetzt weiter. Der Keller war auf jeden Fall echt interessant. Also wir haben den Saunabereich noch gefunden. Ich muss ein bisschen so machen, sonst versteht man dich nicht. Und ja, der Vandalismus oben sieht extrem aus, aber unten geht's eigentlich. Also im Keller ist es echt noch ein paar schöne Motive. Ja, es muss immer alles kaputt gemacht werden, aber auf unsere Art und Weise haben wir euch den Ort gezeigt. Wir sehen uns im nächsten Video und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert kostenlos die Glocke und lasst vielleicht auch noch einen Daumen da, das würde uns freuen und wir sehen uns dann später. In diesem Sinne sagen wir auf morgen, bis Wiedersehen. Ciao.